Hey, Vorsicht! Einfach blind über die Straße rennen hier. Hey VR-Gamer, ich bin DeLorean787 und heute bin ich im Tiefsimulator. Ja, am 12. November kommt's raus. Seit 2018 gibt's das schon als Flat-Version und hat da sehr gute Bewertungen gekriegt. Die VR-Umsetzung ist dementsprechend auch super gelungen. Das Einzige, was mich jetzt hier noch ein bisschen stört, ist die Performance. Das läuft bei mir jetzt noch nicht ganz so geschmeidig auf höheren Einstellungen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Falls euch gefällt, was wir machen, lasst bitte einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und let's go! Du Leute, ich bin im Spiel und es ist hier schon echt zappenduster. Jo, wir gucken mal ins Menü. Wir haben hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, Grafikeinstellungen, Soundeinstellungen, Einstellungen. Wir können hier auf Deutsch einstellen, das ist sehr geil. Wir haben echt viele Sprachen zur Auswahl. Das Spiel gibt es auch schon länger, ich glaube seit 2014 in Flat. Und die VR-Umsetzung ist wirklich gut gelungen. Jo Leute, wir können hier noch Bewegungseinstellungen machen. Wir können hier noch so Gameplay im 24-Stunden-Modus und Hard-Modus. Ich habe das Spiel in Flat noch nie gespielt. Das ist jetzt hier mehr oder weniger mein erstes Mal. Und wir starten einfach mal. An die Optik hier muss man sich erstmal gewöhnen. Piep, 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 piep. Hey. It's me, Vinny. Hey, Vinny. Pick up that crowbar and listen up. We got a lot of ground to cover. Wir haben viel zu erledigen. Ja, Leute, so schaut das Ganze hier aus. Ich habe da noch ein bisschen Performance-Schwierigkeiten, wenn ich es in schön spielen will. Aber das sollte eigentlich passen. So, dann heben wir mal hier die Brechstange auf. Wir können die auch hinten greifen. The Lombardis paid your bail. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me. The last one. Brich in das Haus ein, das letzte da hinten. Okay. Was? Statte die Brechstange aus. Ja, die habe ich schon. Befestige die Brechstange an deinen Gürtel. Okay. Jetzt soll ich die Brechstange wieder in die Hand nehmen und die Bretter zerbrechen. Ha! Für was so eine Brechstange alles gut ist hier. Okay. Schleiche dich ans Fenster, um zu kriechen. Musst du deine Knie beugen oder den Controller benutzen? Okay, Controller. Auf B können wir uns dann ducken. Sehr nice. Gut, das heißt, ich gehe jetzt hier mal in Deckung, damit die da drinnen mich nicht sieht. Die schaut nämlich schon so komisch aus dem Fenster hier. Okay, wir sollen hier hingehen. Die hat mich nicht gesehen. Meide das Licht. Okay, dann gehen wir hier im Schatten. Da sitzt ja auch noch einer. Na, der ist auch blind. Der sieht uns nicht. So. Hey, some dope left a flashlight on the Taschenlampe auf dem Boden liegen lassen. Was für ein Glück für mich. See the light and call the cops. Was, pass aber auf, dass dich keiner im Licht sieht. Ja, wieso? Dann gehe ich jetzt hier rüber. So, Brechstange kann ich erstmal wegpacken. Immer schön in Schatten bleiben als Dieb, ja, ja. Heb die Taschenlampe auf, okay. Jawohl, mit dem Trigger-Button können wir sie an- und ausmachen. Taschenlampe auf den Kopf platzieren. Ah, Kopflampe. Du kannst die Taschenlampe anmachen, ohne sie abzunehmen. Dafür musst du einfach nur deine Hand in Richtung deines Kopfes bewegen und den Trigger-Button drücken natürlich. So, stehen wir mal wieder auf hier. Zerschlage das Fenster mit der Brechstange.
Brechstange. Bam! Nice. Fenster öffnen. Okay. Fensterbank greifen, um zu betreten. Mit einer Hand geht's nicht. Mit beiden Händen geht's. Stehle einige Gegenstände in den Rucksack und stecke sie dort hinein. Ja, dann schauen wir doch mal, was hier so rumliegt. Wenn wir diese Objekte jetzt greifen, können wir sie durchsuchen mit dem Trigger-Button. Und dann sehen wir, das Ding ist auch irgendwie was wert scheinbar. Das hat uns zumindest XP gegeben. Wir nehmen das jetzt einfach mal mit. Schuhe. Schuhe gehen doch immer, oder? Der ist nichts wert. Okay, keiner mag alten Karsschuhe. Was ist das hier? Überhaupt nichts. Okay, dann gehen wir mal zum Ziel. Türe. Okay. Da liegt Geld, Geld, Geld. Geld stecken wir uns natürlich ein hier. Stehle ein paar Sachen. Ein Toaster. Der hat auch wieder 10 XP gegeben. Sehr nice. Nehmen wir natürlich auch mit. Was ist das hier für eine komische Schachtel? Gibt gar nichts. Pfanne. 10 XP. Nehmen wir die Pfanne auch mit. Inventar öffnen. Ah ja, sehr geil. Time to bail, man. Get in the car. Don't let nobody see you. Geh zum Auto und lass dich mit der Brechstange in der Hand von niemandem sehen. Okay. Das heißt, die Brechstange ist angelegt. Das ist okay. Ich habe sie nicht in der Hand. Dann öffnen wir mal hier das Fenster. Und klettern hier wieder raus. Erstmal gut umschauen hier. Okay. Hallo, ich wohne da. Sehr cool. Das ist ein richtig fettes Gebiet, wie es ausschaut. Und da steht unser Auto. Steig ins Auto. Okay, Türe auf. Das funktioniert schon alles richtig gut. Betreten mit dem Trigger. Okay. Starte den Motor. Sicht schnell zentrieren. Ah ja, okay. Sitz einstellen. Ah, okay. Wenn wir ein bisschen zu niedrig oder zu hoch sind, können wir uns hier nochmal alles gescheit einstellen. Sehr geil. Gut, dann starten wir mal hier. Schaltung in Fahrmodus einstellen. Okay, da ich auch Automatik fahre, ist es D. Bremse, Gas. Okay, sehr nice. Dann greifen wir mal das Lenkrad. Und fahren mal los. Oh, Leute. Da braucht ihr, glaube ich, echt einen guten Magen. Oder ihr setzt euch während dem Fahren hin. Verlasse den Tatort. Okay. Aber schon sehr geil. So stellt man sich doch Autofahren in VR vor, eigentlich. Und wo lang soll ich? Ich fahr mal nach links. Sehe ich jetzt hier irgendwo? Stopp, Bremse. Ein Ziel? Da hinten leuchtet irgendwas. Kann ich auch rückwärts fahren? Nee. Doch, ich muss hier Rückwärtsgang einlegen. Oh mein Gott! Oh no! Hilfe! Die Geisterfahrer on the way. Wow! Leute, also das ist echt heftig. Wenn man auf der Straße fährt, geht's, aber sobald da ein paar Hügel kommen, dann wird's echt krass. So, dann schauen wir mal, ob das der richtige Weg ist. Yeah. Sehr cool. Das gefällt mir. Okay, da ist das Ziel. Zack. Coole Sache. Oh, jetzt bin ich hier wieder in meiner Garage. Da steht auch mein Auto. Hey, cool, da ist ein Karton drin. Alter Toaster. Taschenlampe, Brechstange, Teekessel, Pfanne. Alles, was ich geklaut habe. Sehr cool. So. Oh, Zusammenfassung. Gestohlen. Da sehe ich auch nochmal alles.
Heimlichkeit, sehr geil, 5 Sterne, 5 XP und 25 Deepest Rotting B. Ist ja nicht so toll. Good job, man. Schlafe ein wenig. This just might work. Geh schlafen und wir machen morgen früh weiter. Okay, dann gehe ich mal schlafen. Auf der Couch. Na toll. Schlafen. Nee, schlafen. Schlafen? Okay, wir schlafen einfach mal 4 Stunden. Check the computer. There's a few things I need to check the computer. Greife die Maus, um den PC einzuschalten. Tools for thieves oh, let nice. You buy new kit online. Ist ja geil. But you might not have what it takes to use them all. Click on Steal Your Forum. Was? Steal Your Forum? Okay, Steal Your Forum. Here you can buy secrets. Hot Geheimnisse tips on kaufen, what's where, tips. Who's guarding it, who leaves the door unlocked, whatever. Was auch immer. Schau mal in das rein, was ich über 109 geschrieben habe. 109. Sicherheitstipp fürs Haus. Mögliches Versteck für die Beute. Sicherheitstipp fürs Haus. 3 Stück. Ja, die kaufen wir mal alle, die kosten ja nichts. Kaufen. Right. Now, go to your car. Okay, da gehe ich doch gerne wieder hin. Go hawk your loot at the pawn shop first. Im Pfandhaus gibt's auch nice. You'll need empty pockets at Greenview 109. Okay, wir fahren ins Pfandhaus. Schlüssel drin. Ziel wählen. Pfandhaus. So, wo ist das Pfandhaus? Da. Porn. Hardcore Porn. Cool. Welcome back. Hallo, servus. Du schaust aber grimmig aus. Gib mir die Gegenstände, die du verkaufen möchtest, oder benutze die Liste auf dem Tisch. Große Gegenstände hier abstellen. Okay. Wie benutze ich das? Nutzloser Gegenstand. Hallo, wie geht das? Kann ich das nicht verkaufen? Wie kann ich hier... Moment mal. Wir drücken einfach hier mal auf Sell. Nutzloser Gegenstand. Ups, jetzt habe ich mich gebückt. Hallo, wie kann ich was verkaufen? Okay, da hinten sehe ich eine Pfanne. In den oberen Ring, da sehe ich einen Teekessel. $8. It's time for Greenview 109. Moment mal, ich habe doch noch die Pfanne hier. TV and don't pawn it off. Pfanne. Hallo? Jetzt hat's auch verscherbelt. So, jetzt kann ich gehen. Betreten. So. Zündung. Und wir sollen nach Greenview Street. Okay. Gucken wir mal. Witzige Idee. Ja Leute, von den Entwicklern hier kommt auch noch Prison Emulator oder sowas raus. Simulator, nicht Emulator. So. D. Hände ans Lenkrad und da hinten ist das Ziel. Ich komme! Oh, da lang. Ah, da unten ist schon das Haus. Sehr nice. Dann parke ich mal hier so querfeld ein. Halt, ich rolle weg. Stopp. Okay, ich stehe.
dann machen wir hier Zündung wieder aus und steigen aus. Hä? Kann ich hier? Ja, cool, man kann sogar das Fenster runterkurbeln. So. Unser nächstes Objekt der Begierde. Was? Kann ich da in die Mülltonne rein? Ha, cool. Verstecken in der Mülltonne. Sehr geil. Hallo? Ah, beide muss man, beide Trigger drücken. Ha, cool, ich stehe in der... hier stinkt's. Ich will wieder raus hier. So. Wo ist meine Brechstange eigentlich? Inventar war hier. Wie steuern wir das Ganze? Ah ja, so. Einfach mit dem Stick. Ich muss hier wahrscheinlich wieder kaputt machen. Jawoll. Okay, hier steht ein Fernseher. Okay, dann brechen wir hier mal ein. Zack. Mit beiden Händen packen. Da unten liegt Geld. Das packen wir natürlich gleich wieder ein. Kann man hier die Schublade auch noch durchsuchen? Okay, da ist nur lauter Kram drinne. Hier. Da liegt noch was. Ich will mich nicht verstecken, ich will hier die Schublade aufmachen. Hallo? Wieso geht... Ich will mich nicht verstecken, hallo? Jetzt kann ich sie aufmachen, da liegt nämlich ein Schlüssel drinnen. Bloß für was? Ist hier irgendwo noch ein Tresor? Hallo? Keiner zu Hause? Tür. Okay, schaut nicht so aus, als ob... da ist nochmal Geld. Okay, wir tun mal den Schlüssel in den Rucksack. Man kann den leider nicht einfach so nach hinten ablegen. Man muss immer den Rucksack vorholen. Nice. Zweimal Geld. Alles mit. Hier bleibt nichts liegen, Leute. Okay, dann greifen wir mal den Fernseher mit beide Hände. Okay. Und den sollen wir jetzt wohl ins Auto packen. Einmal raus. Dann kletter ich selber raus. Okay. Das war ja einfach. Ha. Aha, cool. Sehr geil, Leute. Okay, dann mache ich mal hier den Kofferraum auf. Und pack den Fernseher rein. Hat hoffentlich keiner gesehen. So, Klappe zu. Und weg hier, oder? Moment mal, mal gucken. Geschichte. Stehle einen alten Fernseher in Greenview 109, verlade ihn in den Kofferraum. Ja, das habe ich gemacht. Okay, dann sind wir hier wohl fertig. Betreten. Sendung an. Und wir fahren mal rückwärts runter hier. Bremsen. Vorwärtsgang. Und go. Okay, dann fahren wir hier wieder. Ich denke, ich habe den Auftrag fertig. Wo ging es hier nochmal zurück? Ich glaube, da links nach oben, rechts nach oben. Hey, Vorsicht! Einfach blind über die Straße rennen hier. So, nach Hause. Jetzt bin ich mal gespannt hier, ob ich das jetzt so geschafft habe. Hört sich gut an. Wieder nur B. Sehr cool. Der Fernseher gibt 20 XP. Schließen. I see you got my screen. Ich soll wieder zu meinem Computer. Go to Black Bay. Einen Schwarzmarkt. Cool.
Black Bay. Okay. I set up a page on there for the TV. Go there and sell it. Ach, wir können es auch da direkt auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Okay, Elektronik. Alter Fernseher. Verkaufen. Yeah, good work. Nice. Now, click on the Rent a Thug tab. Rent a Thug. Now here you can find a little extra work. I put one on there just for you. The one with the dishes. Der mit den Tellern. Okay, akzeptieren. Okay. Das gibt $50. Now, drive back to 110 and break some dishes with the crowbar. Ein paar Teller mit der Brechstange kaputt machen. Jo Leute, aber ich hätte gesagt, für einen kleinen Eindruck reicht das. Das Spiel kommt am 12. November und macht eigentlich einen ganz guten Eindruck, bis auf die Performance. Die gefällt mir jetzt halt noch nicht so. Ich habe die Auflösung etwas höher gedreht, damit es auch anständig ausschaut. Ansonsten ist es sehr verschwommen. Jo, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao!